Das geht ein bisschen. Oh oh. Und da sagte es. Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen, guten Abend und ein Horido zu einer weiteren Folge. So, spielen wir mal Minecraft. Ich muss eben nochmal mein Öhrchen anmachen, damit ich weiß, wie lange ich ungefähr hier unterwegs war. So, und was brauchen wir denn alles? Was haben wir denn? Wir haben hier Schöner Neverixer, wir haben Gluston, wir haben Quarz, Quarz und ein Pilz. Ja, der Pilz ist wichtig. Können wir mal hier in diese Kiste reinmachen. Ein Pilz. Das ist toll. Ich hätte mir sogar eine Axt noch craften können. Mann. Was ich nicht alles hätte machen können. Machen wir drei. Ja, wieder verschwinderisch hier. So, die spannende Frage ist natürlich, neben der Frage, wo meine Stimme hin ist, was wir denn jetzt tun? Und wir haben ja seit der letzten Folge den Nita zur, oder vorletzten Folge im Endeffekt, den Nita zur Verfügung. Soul Sand? Doch, das wäre Dirt. Das ist Dirt. So. So sind die Terex. Genau, und weil wir ihn zur Verfügung haben, können wir ihn ja auch nochmal betreten. Weil wir haben ja schon was entdeckt. In der letzten Folge haben wir eine Nether-Festung entdeckt, schräg gegenüber. Und da jetzt die Lichtverhältnisse insgesamt besser sind und die Kleine schläft, das heißt, im Hintergrund ist auch kein Babymusikgedudel mehr. Was jetzt auch ein bisschen schade ist, aber naja, man kann ja nicht immer alles haben. Dachte ich mir, wir machen mal was anderes. Und sorgen erstmal dafür. Ja, das wäre wieder ein bisschen, ne? So und so. So, hier 25. Das kann mal wieder weiter wachsen. Ja, tut mir leid. Wir könnten auch die Insel upcraften und da nochmal dafür sorgen, dass da Zuckerrohr wächst. Ich bin schon wieder dabei, hier sesshaft zu werden, aber wenn ich sterbe, ist auf jeden Fall vorbei. Das, ich glaube, das kann ich uns nicht antun. Diese Inkonsequenz. Ach, da ist ja wieder der Kleine. So. Ja, hier haben wir uns ja schon runtergebaut und hier haben wir auch schon angezündet, so was wiederfinden, ne? Also einiges gemacht. Ich laufe jetzt hier mal genüsslich und lang... Das war knapp. Genüsslich und langsam durch die Gegend. Um einfach mal mir die Sachen ein bisschen anzugucken. Da drüben entsteht langsam die Festung. Und ich wollte mal gucken, ob wir auf dem Landwege... nein. Da irgendwie hinkommen können. Aber hier drüben sieht es ganz übel aus. Ich kann da vielleicht da außen rum irgendwie noch gehen. Und ich muss halt echt aufpassen. Weil wenn ich tot bin, dann ist vorbei, ne? Das, zumindest das wollte ich dann doch mal beibehalten. Jetzt könnte ich mich hier irgendwie durchbauen. Dann wäre ich auf der Insel, dann könnte ich mich darüber bauen. Ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Ein bisschen Thrill muss ja auch sein. Die Frage ist halt... da hinten ist der Gast. Das heißt, ich sollte vielleicht nicht ganz hier außen lang gehen, ne? Sondern schon ein bisschen innen. Das heißt, hier so. So, hier so. Gehen wir mal durch. Und
da ist schon wieder vorbei mit Durchgehen. Okay. Das ist nett. Dann lass uns mal hier zwei weiter reingehen. Und weiter geht's. Zack, 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 zack. So, sind wir durch. Genau, und dann sind wir nämlich auf diesem Ausleger hier. Und damit das nicht ganz so gefährlich wird, machen wir jetzt hier mal so ein bisschen zu. Dass man nicht gleich irgendwo runterfliegt, glaube ich mal. So, damit wir das wiederfinden, machen wir hier mal hell. Und machen hier mal... Feuer. Zack. So, damit haben wir ein großes Leuchtfeuer wieder an so einem Eingang hier. Das sollte uns helfen, das wiederzufinden. So. Und man könnte sich ja Themen zurechtlegen für so einen Ausflug, um darüber zu reden. Und was ich jetzt erzählen könnte, wäre, ich habe ja weiter Minecraft Varo gesehen. Und habe jetzt auch mal mehr... so unterschiedliche Perspektiven versucht wahrzunehmen, indem ich halt auch einfach mal andere Kanäle ja dazu angucke und so, und musste leider für mich feststellen, dass ich es doch bis jetzt zum Ende sehr bedauere, dass Zombie und ungespielt raus sind, weil das ist mir hier eigentlich nichts. Wo? Uiuiuiui. Weil die halt insgesamt auch einen Stil gefahren haben, der mir sehr gefallen hat. Hat halt irgendwie gefallen, was die so gemacht haben. War was? Kurze Unterbrechung, aber jetzt geht's schon weiter. So, weil. Wo ist der Gast hin? Da habe ich hier zwei Gasts. Ich sehe die gar nicht. Ich höre sie bloß. Ich kann sie auch nicht genau lokalisieren. Ich habe nämlich keinen Bock darauf, dass der Gast mich hier... Ach, da oben ist er. Der mich hier runterschießt. Oh, Soul Sand. Okay. Da. So. Zack. So. Jetzt einfach mal wagen. So. So. So, jetzt sind wir hier auf diesem Stück. Und dann gehen wir mal hier ein bisschen mit. Uiuiui, zwei Gasts. Da ein bisschen hinter. Das sieht man gut. Sieht man echt gut. Damit der Weg hier auch einfach mal gewahrt bleibt. Warte mal, ich mach mal hier weg. Der Gast geht ein bisschen. Oh oh. Okay. Oh oh. So. Das
war einigermaßen knapp. Ja, da grunzt das ganz herrlich. Soul Sand. Dass der Soul Sand nicht runterfällt. Bug. So. Da oben waren die drauf, da oben wollte ich rüber. Hallo Schweinemann. Ach, das grunzt aber jetzt auch echt übel. Die grunzen voll. Geht da warm, aber ich kann mir die Pilze nicht nehmen. Kann ich mir Pilzsuppe irgendwann machen? So, warte mal, ich mache das hier mal noch zweigleisig. Damit es dann auch wirklich gilt. Ja, ja, ja. So, machen wir hier noch ein bisschen Licht in dem Gang, damit es heimlich wird. So. Ein Kampf mit dem Gast war jetzt nicht so das, was ich auf dem Plan hatte, was ich jetzt als nächstes gerne machen möchte. Okay, Schweinepriester. Okay. So, holen wir uns eher noch ein bisschen. Raus. Level 18. So. Tja, dramatische Musik. DE. Kante hier. Gaster ist echt nicht zu spaßen. Ich kann jetzt nur mich nach oben irgendwie hier wieder rausbauen, aber das ist irgendwie auch nicht zielführend. Bleibt der jetzt da oder bleiben die jetzt da? Sind ja zwei. Ach, der hat hier echt ein Loch reingeschossen. Naja, gut, da gehe ich definitiv nicht mehr lang. Das ist mir zu unsicher. Lieber baue ich mich hier aus dem Gesamtmaterial nach oben. Haben wir noch ein bisschen Zeug dabei und gut ist.